Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Vermutlich wunderst du dich, warum ich mal wieder vor Mandys Elefanten stehe. Mandy ist eine Künstlerin aus Bradenton in Florida, die schöne Bilder malt. Und dieser Elefant ist auch von ihr. Ja, warum stehe ich heute vor einem Elefanten? Das Thema heute ist das, was auch Elefanten symbolisieren. Ausdauer. Ausdauer ist, wenn du grenzenlos leben möchtest, eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich meine, ohne Ausdauer kann niemand grenzenlos leben. Alles, was du im Leben erreichst, alles, was du erreichen willst und das Allermeiste, was du erreicht hast, hast du durch Ausdauer erreicht, durch nichts anderes. Einfach nur durch Ausdauer. Es wird nicht derjenige gewinnen am Ende, der am schnellsten ist. Es gewinnt meistens am Ende derjenige, der am ausdauerndsten ist. Es erreicht derjenige seine Ziele am besten, der diese ausdauernd verfolgt. Ausdauer ist für grenzenloses Leben unersetzlich. Ausdauer ist Teil von grenzenlosem Leben. Rückschläge wegstecken, Enttäuschungen verkraften, sich nicht zurückwerfen lassen, wenn man zurückgeworfen wurde, wieder aufstehen und in dieselbe Richtung weitergehen, auf einem anderen Weg idealerweise, weil wenn man einmal auf die Nase gefallen ist, heißt das ja nicht, dass das der richtige Weg war. Kurz und gut, Ausdauer ist die Basis von jedem Erfolg. Wenn deine erste Idee nicht funktioniert, beispielsweise bei einer Firmengründung oder bei einer Selbstständigkeit, ja, dann mach die zweite. Wenn die zweite nicht funktioniert, auch nicht schlimm, mach die dritte. Und wenn die dritte nicht funktioniert, mach die vierte. Das ist die Einstellung hier in den USA. Es ist nicht schlimm zu scheitern, es ist nur schlimm aufzugeben. Never give up. Das zählt. Gib niemals auf, behalte immer deine Ausdauer, um deine Ziele zu erreichen, an die du glaubst. Gerade im Augenblick fehlt vielen die Ausdauer. Ich stelle mit Erstaunen und auch betrübt fest, dass viele Menschen, die am Anfang der Corona-Krise ganz, ganz laut waren, ganz entschieden protestiert haben, gesagt haben, das tun sie nicht, sie stehen für das Grundgesetz, sie stehen für die Verfassung ein. Viele sind davon gegangen, gerade auch exponierte Menschen in Deutschland, in der ganzen Trainerszene, in der ganzen Branche von Leuten, die anderen Menschen beibringen, wie sie erfolgreich sein können und sein werden, da hat sich vieles in Luft aufgelöst. Da wird nur noch an das Geschäft gedacht und da ist das Grundgesetz und das, was eigentlich zählt, auch für deren zukünftiges Leben komplett ins Klo gegangen. Schade. Das geht sogar so weit, dass Leute, die ich bisher für einigermaßen intelligent gehalten habe, gestern mit schwarzen Bildschirmen auf Facebook oder auf Instagram oder auf sonst was operiert haben, völlig denkbefreit. Ich habe in Deutschland nirgendwo gelesen, dass jemand schockiert ist, welche Schäden hier in Amerika durch Vandalismus, durch Aufruhr entstanden sind. Nein. Da wird Black Lives Matter geschrien. Was auch ein sehr belasteter Spruch ist und was auch eine sehr fragwürdige Bewegung ist, um das ganz klar zu sagen. Da wird nicht gesagt Humanity Matter. Da wird nicht gesagt Lives Matter. Da wird gesagt Black Lives Matter, gerade auch in Deutschland. Tut mir leid. In Deutschland lebt auch vieles weißes Leben
und erlebt auch viel braunes Leben, also braun von der Hautfarbe. Es ist nicht alles schwarz. In Deutschland leben Inder von der Herkunft, Pakistani von der Herkunft, da leben unzählige asiatische Nationen von der Herkunft. Da leben ganz viele Menschen, die eine Bereicherung für Deutschland sind. Sorry. Deren Lives mattern auch. Und wenn ich dann Promis oder Semi-Promis oder Third-Grade-Promis sehe, die Black Lives Matter posten, ohne vielleicht jemals in Amerika gelebt zu haben, wo dieser Spruch herkommt, dann ist das freundlich formuliert nur noch hirnrissig. Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was in Deutschland zurzeit und auch an anderen Stellen der Welt zurzeit viel wichtiger ist, die Freiheit und die Demokratie der jeweiligen Länder zu erhalten. Das kommt großflächig unter die Räder und das hat überhaupt nichts mit Black Lives Matter, mit Humanity Matter oder mit Lives Matter zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, den Systemen zu widerstehen. Aber das braucht Ausdauer. Ausdauer zum Widerstand. Ausdauer zu den Dingen, an die ich glaube, zu stehen. Ausdauer, sich zu wehren. Ausdauer zu widerstehen. Aber ich stelle fest, ganz viele sind happy, weil sie jetzt mit Maske auf einmal ins Restaurant gehen dürfen, weil sie mit Maske serviert bekommen. Hallo? Wie bescheuert ist das alles? Man kann das doch nicht hinnehmen, wenn man vor 4 Wochen oder vor 6 Wochen noch dagegen war. Leute, das geht nicht. Widerstand gegen diese faschistische Abschaffung des Grundgesetzes. Einstehen für den Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes braucht Ausdauer. Wochen, Monate, Jahre. Deutschen braucht man nur erzählen, oh, ihr dürft im Sommer wahrscheinlich wieder reisen. Mache ich mal ein Fragezeichen dran, ob das überhaupt passiert. Ach, ihr dürft wieder ins Restaurant. Ja, da sind schon alle happy. Leute, das geht nicht. Das ist keine Ausdauer. Das ist einfach nur peinlich. Und jeder, der das hört, der dieses Video sich ansieht, der möge doch bitte mal darüber nachdenken, dass Ausdauer auch für ihn eine ganz, ganz essentielle Eigenschaft ist, wenn er oder sie jemals grenzenlos leben möchte. Denkt mal drüber nach und macht was draus. Euer Klaus.